Was für ein Tag. Naja, schauen wir mal so, was es hier jetzt in der Glotze gibt. Einfach mal rein. Grüß dich, Alten. Ich bin sexisch, da steh ich zu. Wünschen Sie sich Sex mit mehreren Männern gleichzeitig? Arbeit macht frei, ist egal. Scheiße, es tut mir wirklich leid. Ich will bloß jetzt gehen. Wilse. Easy Spoon. Wenn ich vor dem Kurs bin. Ja, der Stirnlachen war die Liste. Alles nur Scheiße im TV. Ohne Kacke. Immer nur derselbe Dreck. Mal kurz Zeit, Sito und Holger anzurufen. Mal schauen, ob die Zeit haben. Jo, Sito? Kaito hier. Hast du Lust, demnächst in Hamburg mit mir und Holger einfach mal über schlechtes TV zu reden? Okay. Sagen wir 15 Uhr? Okay. Jo, dann. Bis denn, bis demnächst. Ciao! Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich nicht drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Aber es ist dir unbequem und du weißt das. Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich nicht drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Aber es ist dir unbequem und du weißt das. Siehst du ran, wie die Niveaus am Boden liegen. Glaubst du, dass sie sich deswegen bekriegen? Bildungsauftrag hin oder her. Die Quote bestimmt das Fernsehen, ist denn wirklich so schwer? Für was Fernsehen unbesorgt? Haben sich doch irgendwo mal Geld geborgt. Siehst doch heute an, was von damals geblieben. Nichts, was damals gab, die hatten Sendungen zum Verlieben. Heute gibt es nur Scripted Reality. Was wir nicht sehen wollen, die Leute lernen's wohl nie. Zuschauer hatten alles für echt. Dabei sind die Schauspiele doch nur willenlos. Und auch noch schlecht. Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Aber es ist dir unbequem und du weißt das. Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Aber es ist dir unbequem und du weißt das. Du denkst jetzt, was labert der da bloß? Ich sag's dir, die Chefs, sie sind gefährlich und groß. Lassen Praktikanten das Programm gestalten, indem sie die ganzen Drehbücher schreiben. Schlimmer dran sind bloß die Darsteller, sie sind noch nicht mal Ersteller ihres Lebens. Sie bekommen 200 Euro Obdachlose bloß eine Schachtel kippen. Und das nur damit Triolen an ihnen rumschnitten. Dann immer mal wieder große Schlagzeilen. Super Nanny tötet Hund, es geht immer nur um Aufmerksamkeit und Quote. Punkt! Sie wollen immer nur deine Aufmerksamkeit, damit das Quotenmeter in die Höhe steigt. Die Menschheit verblödet euch, dies ist klar. Schalt den Fernseher aus, geh raus, denn das Leben ist doch noch so wunderbar. Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Aber es ist dir unbequem und du weißt das. Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Aber es ist dir unbequem und du weißt das. Fernsehen ist dir unbequem und du weißt das. Du kümmerst dich drum, weil du keine Zeit hast. Ich kümmert's nicht, weil du keinen hast. Was für ein Müll. Hey Sito.
Lust, dich mit mir und Holger in Hamburg zu treffen? Ja, das war jetzt das erste Musikvideo aus meinem Album Lightning Quarter. Die Single Unbequem Fernsehen gibt es jetzt schon als Single zu kaufen auf iTunes, Amazon und sehr, sehr viele weitere Plattformen. Das Album Lightning Quarter, da kann man ab jetzt entweder auf meiner Webseite oder auf iTunes vorbestellen. Da erhaltet ihr Unbequem Fernsehen gratis dazu. Und jetzt gibt's noch ein Gewinnspiel. Denn ich verlose. Dreimal gibt es das Album Lightning Quarter zu gewinnen. Und einer erhält eine Unbequem Fernsehen Handyhülle für ein iPhone 6 Plus. Was ihr dafür machen müsst, um diese Sachen zu bekommen, ist dieses Video einen Daumen nach oben geben, diesen Kanal hier abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Lightning Quarter. Und das, was ihr haben wollt. Die Gewinner werden kurz vor Release des Albums am 6. Oktober bekannt gegeben. Diese werden dann per Nachricht angeschrieben oder erfahren es, wenn sie da nicht antworten, in einem Auflösungsvideo. Sollten sich die Gewinner bis eine Woche nach Release des Albums nicht bei mir gemeldet haben, werden neue Gewinner ausgelost. Ich bin DJ Kaito. Hier auf dieser Seite kommt ihr zu weiteren Links, darunter ein Kauflink zur Single oder zum Album. Ich bin DJ Kaito und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss, auf Wiedersehen und bis bald.